Willkommen, Herausforderer. Ich bin der Richter und du bist der Angeklagte. Ach je. Dieser Kampf ist kein Witz, das werde ich entscheiden, wenn ich mit dir fertig bin. Marina dachte auch, die ist tough und die war in 5 Minuten weg. Genug geredet. Oh, der redet tatsächlich nicht viel. Der möchte gleich zum Punkt kommen. Also wenn ich dich so anschaue, bist du eigentlich eine Mischung aus Kampf- und Elektro-Arena-Leiter, aber du bist ein Bodenman. Hippotorus. Das hatte ich tatsächlich auch im Kopf. Aber ich dachte mir halt, das kam ja schon mal dran. Vielleicht kommst du dann nicht in die Arena. Soria Fari, also... Ich glaube, das wird schon... Das kann Crunch, oder? Moment mal, das kann Crunch. Oder Earthquake. Es kann auch Earthquake. Ich, ja, also Inglafag, so leid es mir tut, aber ich glaube, du wirst dir nichts reißen auf deinem Stand. Kann Zen Headbutt flinchen? Ich meine, ich probiere es jetzt einfach. Ah, schade. Schade, schade, schade. Na gut. Du bist der Neuankömmling, also du musst erst noch wachsen. Soll ich meine Geheimwaffe gleich rausholen? Ja, oder? Was soll er denn machen, sobald Aquarius draußen ist? Gibt's einen Boden-Elektro-Pokémon? Hm, der wird aber wahrscheinlich auch Gesteins-Pokémon dabei haben, denn... mir ist mal aufgefallen, diese drei Leute von New Elders, diese Vorschänder. Eunice, Enoch, wie auch immer man die aussprechen soll, und Ezekiel, so, ich habe meine eigenen Aussprachen, die haben nämlich diese spezifischen Typen gehabt. Eis für Regis, Boden, beziehungsweise ja eigentlich Gestein für Regirock und Stahl für Registeel. Und der eine, der eigentlich nur auf Gestein sein soll, der hatte halt auch Boden. Ich weiß nicht, was ich bei Gastrodon machen soll. Deswegen glaube ich, dass der auch Gesteins-Pokémon haben könnte und nicht nur Boden. Ich habe jetzt viel geredet, ich weiß, aber ich musste erstmal meine Gedanken sammeln. So. Magic Shine nur. Keine Experimente. Denn wie man sieht, das ist gut, das ist echt gut, aber der haut rein. Wenn der jetzt hier Erdbeben spammt, das ist schon nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne, Mann. Also, wenn ich jetzt nochmal Magic Shine benutze, dann wird das sowieso im roten Bereich sein. Ich kann genauso gut Metronom benutzen und schauen, was passiert. Das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ich glaube, überlebst du das? Nee, ne? Nicht noch mit dem... Nein. Quit. Das darf auf gar keinen Fall in einen Bereich, wo es sich wieder heilen kann. Ich möchte nicht, dass es in den Trankbereich kommt. Das Ding ist eine Gefahr. Wird Strength reichen? Yes! Excadrill. Was willst du machen, wenn ich Schaufel benutze, hä? Was willst du machen, wenn ich Schaufel benutze? Nett übrigens, dass der 8. Arena-Leiter genau Pokémon auf Level 50 hat. Was ja die Hälfte nur mal vom Maximallevel ist, das man hier haben kann. Das ist doch ein ganz nettes Detail, finde ich. Und du hast einen Schwertanz drin, was mir egal ist. Yeah! Ich glaube, den Kampf gewinne ich. Also wenn der jetzt nicht noch irgendwas richtig Unerwartetes auspackt, was mich komplett auf der kalten Schulter erwischt, dann ist das hier erledigt. Der Typ, er versucht es ja, aber ich hab die Oberhand hier. Der 6. Arena-Kampf, der hat mich an meine Grenzen gebracht. Aber auch nur das Lamus. Doch
ich glaube, ich weiß nicht, ab welcher Arena war es dann eigentlich immer ganz eindeutig? Die Feuer-Arena war, glaube ich, noch ziemlich, also relativ tough. Ja, ich glaube, eigentlich hatte ich nie so wirklich Probleme bei den Arenen hier, oder? Die liefen eigentlich immer ganz gut. Warum rede ich eigentlich darüber, wenn der Kampf noch läuft? Es ist noch nicht vorbei. Ich sollte diesen Kampf hier noch nicht als erledigt sehen. Klar, der hat nur noch einen Pokémon, aber wer weiß. Ja, vor allem, wenn es das ist. Aber das Ding ist ein Drachen-Pokémon. Ich habe zwei Feen-Pokémon. Ich habe es ja schon gesehen. Ich weiß genau, dass das ja. Ja. Da muss dieses Zeichen erst nicht als Grafikfehler auftauchen. Ich weiß, dass das ein mega Knackrack ist. Also. Ich habe aber trotzdem zwei Feen-Pokémon. Das kann ja noch so beeindruckend aussehen. Bei zwei Feen-Pokémon wird auch das nichts ausrichten. Es ist. Schneller. Trotzdem, ich habe Tinkerbell immer noch. Also, ich werde jetzt wiederbeleben, obwohl, noch will ich es nicht wiederbeleben, noch will ich so weitermachen. Ich bin gerade ein bisschen risikofreudig. Wie viel macht das denn? Okay. Wie viel macht das? Nicht zu früh freuen, also das war gerade heftig und ich glaube, ich habe keinen Max Revive. Ich glaube nicht, dass ich den Max Revive habe mehr. Habe ich irgendwie so eine Kraftwurzel oder sowas? Ich will eigentlich jetzt ein Item finden, das mich komplett auf einen Schlag wiederbelebt, vollständig, aber. Revival Herb. Ja, ich muss sofort jetzt komplett hochgezogen werden. Denn sollte Tinkerbell draufgehen, dann muss ich immer noch ein Pokémon haben, das irgendwie was kann. Boots und Zebro sind draußen aus dem Kampf jetzt. Gottes Willen, ey, das Ding ist doch nicht zu unterschätzen hier. Auf gar keinen Fall. Ey, Sing kann ich mich jetzt auch nicht trauen. Ich muss Magic. Fuck! Das war, bevor ich Angst hatte. Das war, bevor ich Angst hatte, dass das Ding schneller ist. Ist das geil. Ey, das war. Okay, der Kampf war ultra geil. Also. Bis zu dem Punkt war ich auf einer sicheren Seite. Dann kam das und ich dachte, das räumt jetzt richtig auf. Und Pixie, das Pokémon, das ich die ganze Zeit schlecht rede. Ja, wenn ich Metronom benutze, auch kein Wunder. Haut da noch sowas raus mit 2 KP-Resten, ey. Also ohne Pixie. Ich weiß nicht, was Aquarius gemacht hätte, hätte ich das stattdessen wiederbelebt. Ich weiß es nicht. Ja, Erdbeben, nett. Oh. Wahnsinn. Das war nochmal echt sehr, sehr geil am Ende dieses Kampfes. Der Ikes Canyon und dann die Victory Falls. Oh ja. Wie ich genau bei der anderen Säule erscheine. Oh, wie fühlst du dich mit allen 8 Orden? Der nächste Step ist die Pokémon-Liga. Also der nächste Stop, nicht der nächste Step, aber es kommt auch selber hinaus. Oh Mann. Der Richter ist gefallen, das Urteil wurde gesprochen. Ach. Ich muss die Stadt noch erkunden, fällt mir auf. Und wir schauen uns den Orden natürlich an, ist ja auch klar. Ey. Das ist also ein. Das ist so ein Riss, ne, im Boden. Der Tectonic Badge. Die Musik wieder. Oh, ich muss fliegen eigentlich.
Übrigens, was ich noch gar nicht erwähnt habe, der Inverse Man. Da wollte ich doch eigentlich am Anfang dieser Session auch gucken, ob der wieder kämpft. Das hatte ich schon erledigt ausgeführt. Der wollte auch nach der 7. Arena nicht. Wie sieht's jetzt aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, der will nicht mehr. Denn was ich weiß, ist, dass es mal eine Version von diesem Hack gab, der nur bis zur 6. Arena ging. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der dann einfach nicht mehr geupdatet wurde, dieser Typ hier. Ja, der wird wahrscheinlich nie wieder kämpfen. Das war bestimmt nur bis zur 5. Arena und dann ist das hier durch. Ist ein bisschen schade, aber naja. Gut. Dann halte ich hier ruhig nochmal, warum auch immer. Schauen wir uns die Stadt an. Ich habe das Gröbste wieder hinter mir. Das ist das Haus von ihm. Riecht das... Warum sitzt hier ein dicker Mann drin? Bist du ein Einbrecher? Nein. Er ist der populäre Bruder. Oh, und er ist halt so fit und... Ja, was ist, wenn ich Ja sage? Das klingt jetzt schon besser, ja? Okay. Tada. Ein so ruhiger Ort und da gab es so ein spannendes Match. Also, so spannend war es ja eigentlich nicht nur gegen Ende, als Knackrack nochmal aufmucken wollte. Ba-ba-ba. So, und hier wird doch 100 pro ein Item versteckt sein. Also, guck mal, du kannst wieder bis hier hinten rennen. Ach, da ist eine Lichtung, habe ich gar nicht gesehen. Was haben wir hinter Tor Nummer 1? Mogelbaum. Ich brauche keine Shigi oder Walmerkane, oder? Nö, das ist kein normaler Baum. Also es ist schon ein Baum. Es ist ein baumähnliches Pokémon. Hallo, kaputtes Level. Schön, dass wir uns wiedersehen. Jetzt haben wir keine 28, jetzt haben wir eine 48. Aber ich werde die Folge nicht so nennen, nur weil das jetzt wieder so ist. Woodhammer. Yo. Fangen, nicht fangen. Nicht fangen, ich will ein Level up. Du fucking... Moment, wenn ich es fange, kriege ich ja trotzdem EP, ne? Boah. Ich vergesse diese Regelung dauernd. Na komm. Eigentlich mag ich dich jetzt nicht mehr. Warum will ich die TM-Case? Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich mag ich dich nicht mehr, weil du mein Girafarik besiegt hast. Aber ich will dann gucken. Was du so hast, denn ich meine, die Pokémon, die man hier so findet, die haben immer Items. Bam, bam, bam. Und ein Level-Up gibt es hier auch noch für. Ach ja, jetzt muss ich ja, also gleich, sobald ich die Stadt habe, wieder in dieses, in die Wüste da rein, ey. Da freue ich mich drauf. Wobei eigentlich nicht so sehr, weil da Sandsturm ist und das ist ein bisschen nervig, ne? Das ist nervig, weil dumme Kacke. Ist immer so eine dumme Animation. Ah! Das ist ja auch inspiriert von der Familie Siggers aus der 3. Gen, genauer gesagt Rubin, Saphir und Smaragd. Dass man halt Familienmitglieder hintereinander bettelt. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich machen. Glaube ich. Ach ja, Mogelbaum. Genau. Mogelbaum. Nein, nicht Karte. Mogelkarte anschauen, bitte. Nein. Organize. Du hast gar kein Item. Dann bist du kacke. Gut, haben wir das auch geklärt.